Deine Zeit, sie ist begrenzt. Sie ist kostenlos, aber ihr Wert ist unschätzbar. Und du kannst sie nicht greifen, aber du kannst sie nutzen. Und wenn du Zeit verlierst, nun, dann kannst du sie nicht zurückdrehen. Das weiß man. Du kannst Geld vermehren, aber nicht deine Zeit. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber alles wird enden. Ich, du, die Welt, die uns umgibt, das ganze Universum, einfach alles. Zeit vergeht und das in einer beeindruckenden Geschwindigkeit. Der größte Fehler ist, dass uns das immer erst bewusst wird, wenn es zu spät ist. Und wir vergessen, dass wir eine unschätzbare Ressource verschwenden. Vielleicht die wichtigste, die es in der Natur gibt. Die größte Angst der Menschen, das Lebensende zu erreichen und einiges zu bereuen. Die Zeit ist ein Spiel, das Kinder wunderbar beherrschen. Gerade weil Kinder den kleinen Dingen Wert beimessen. Sie nutzen jede Sekunde, um sich Wünsche zu erfüllen. Sag nicht, du hättest nicht genug Zeit. Du machst dir etwas vor. Es ist die gleiche Anzahl an Stunden, die andere Persönlichkeiten auch hatten, wie Albert Einstein, Michelangelo, Helmut Kohl, Steve Jobs, Bill Gates und viele weitere. Albert Einstein sagte, die Zeit sei eine Illusion. Und genau so ist es. Du willst den Wert eines Jahres verstehen? Dann versetze dich in einen Studenten, der beim Examen durchgefallen ist und das Jahr wiederholen muss. Der Wert eines Monats? Denke an ein Gehalt, das erst einen Monat später ausgezahlt werden kann. Den Wert einer Woche? Versetze dich in die Lage eines Journalisten, der einen Artikel eine Woche zu spät rausbringt. Du willst den Wert einer Stunde verstehen? Frag das mal ein Liebespaar, das kurz vor dem Wiedersehen steht. Mit Sicherheit hast du einmal in deinem Leben einen Zug, einen Bus oder einen Flug verpasst. Daher kannst du sehr gut nachvollziehen, welchen Wert eine Minute haben kann. Und auch schon eine Sekunde oder sogar eine Millisekunde kann einen Unterschied machen. Denke an einen Zweitplatzierten bei den Olympischen Spielen zum Beispiel. Bevorzugst du einen langen Kuss, aber ohne Feuer, oder einen kurzen Kuss, aber dafür mit viel, viel Leidenschaft und voller Liebe? Jetzt habe ich für dich eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass Zeit verfliegt. Die gute Nachricht, du bist der Pilot. Und du weißt es auch. Es gibt Menschen, die verbringen ihre Zeit mit einer Arbeit, die sie nicht ausstehen können. Andere verbringen ihr Leben in einer Beziehung, die sie nicht glücklich macht. Menschen, die denken und träumen, aber nicht handeln. Wir haben nur die eine Zeit. Verschwende sie nicht. Sie ist ein riesengroßes Geschenk. Nutze deine Zeit intelligent. Investiere in das, woran du glaubst, oder in die Menschen, die du liebst. Weißt du, was das Problem ist? Dass man glaubt, viel Zeit zu haben. Stell dir vor, dass jeden Tag 86.400 Euro auf dein Bankkonto fließen. Was tust du damit? Wie gibst du es aus? Hast du Spaß mit deinen Freunden? Gibst du es für eine Reise aus? Erfüllst du dir mit dem Geld einen lang ersehnten Wunsch? Oder sparst du es ein? Aber Vorsicht, es gibt hierzu eine Regel. Das Geld, das du am Ende des Tages nicht ausgegeben hast, verschwindet. Am nächsten Tag sind die 86.400 Euro wieder vollständig auf deinem Konto. Nun ist es nebensächlich, was du mit dem ganzen Geld anstellst. Klar ist, dass du es natürlich nicht unberührt lassen würdest. Was käme dir nicht alles in Sinn, um es bis auf den letzten Cent auszugeben? Genau so funktioniert das Leben. Jeden Tag stehen dir 86.400 Sekunden zur Verfügung. Und das ist deine Lebenszeit, die tickt. Eine Uhr, die dir Tag für Tag neue Gelegenheiten schenkt, um dein Leben voll auszukosten und um ein Zeichen zu setzen,
das dir keiner wegnehmen kann. Deshalb sind die größten Dinge, die du von einem geliebten Menschen bekommen kannst, nicht Geschenke, auch nicht Worte, sondern seine Zeit. Denn diese kommt nicht zurück. Und diese genutzte Zeit gehört nur dir. Und es ist auch egal, ob es eine Stunde war oder ein ganzes Leben. Steve Jobs sagte einst in einem seiner wundervollen Zitate, dass unsere Zeit begrenzt ist. Deine Zeit ist begrenzt und kostbar. Verschwende sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Ich habe meinen Zug mit Forever vor 10 Jahren gemacht. Jetzt bist du dran.